Boah, okay, krass. First Team が30点に到達。Ja, komm zu dritt jetzt, Jungs, zu dritt stürmen. Guck, da ist noch einer dahinter. Alter, knapp. High Ground macht schon ein bisschen was aus. Gefühlt. Oh, knapp noch verarscht, die Alte. Knapp noch verarscht. Come on, Jungs, paar Frags noch, dann haben wir's. Come on, jetzt müssen wir try haben. Ich bin so ein fettes... Ach, scheiß drauf, Digga. Wirklich. Aber dann auch in dem Moment leider gesandwiched von drei Leuten gefühlt. Was ist denn das? Kann man durchgucken? Kann ich hier durchlaufen? Ja klar, stimmt, so ein Schlitz. Oh Gott, schlechte Entscheidung. Mann, ich hätte den finalen wichtigen Kill machen können für uns. Jetzt hat jemand anders gemacht. Weil ich sie nicht hole. Dieses Blindmachen. Den Agent, der blind machen kann, Alter. Den will ich eigentlich mal unbedingt spielen. Sieht so aus, als hätte der Bock auf mehr. Ja, die kann man nicht auswählen, leider. Sind wieder die Angreifer. Ha, ich bin lieber Verteidiger, glaube ich. Jetzt spielt mein Mate hier mal die Audrey mit ihrem MG. So, hier um die Ecke sind sie ja gleich wieder, die Gegner. Es gibt noch viele, die wir halt noch nicht spielen können, ne? Ja,
Jetzt haben die alle vier besiegt, oder? Nee, hier ist noch einer. Okay, down. Let's go. Das Team ist doch da. Sieht schon mal viel besser aus. Aber einer muss uns natürlich immer eskortieren hier, ne? Und die anderen können so ein bisschen checken. Oh, Alter, wurde der gewone-shottet? Okay, jetzt haben die Mates mir leider überhaupt nicht geholfen. Da hätte ich den Support jetzt definitiv gebraucht. Im 2v1. Ah, passiert. Digga, okay. Ja, wenn du gepusht wirst von mehreren, kannst du gar nichts machen. Come on, respawn. Das dauert immer zu lange hier. Das sollte schneller gehen. Der erste Checkpoint ist fast erreicht. Wir haben noch ordentlich Zeit, um den zu erreichen. Ich sehe doch nichts, wenn du vor meiner Fresse rumstehst, Alter. Eigentlich war da hinten noch einer. Okay, was war das bitte für eine Ult? Ich weiß nicht, was ihre Ult ist, Alter. Das hat nichts bewirkt. Ich bin einfach... Die Ult ist einfach, dass ich One-Shot bin. Krass, Ult. Okay, come on. Aber unser Spawn müsste jetzt auch mal weiter. Achso, ich glaube jetzt, ab jetzt, ne? Erst wenn der Checkpoint, danach ist der Spawn ein Stückchen weiter vorne. Also wir müssen ja immer ewig laufen und die sind immer sofort da. Hätte ich auch mal wieder eingekriegt hier. Das ist aber der schwierige Teil der Map hier. Die Halle ist echt schwer als Angreifer. Gott, ich habe ihn durch die Wand kommen sehen und habe veraimt. Das ist auch eine Kunst, die man erstmal meistern muss. So, das sind 20 Milliarden Gegner, Alter. Bitte stirb doch! Och Mann, krieg doch mal mehr Schaden durch meine Kugeln. Krieg doch auch mehr Schaden. Ich muss auch immer erstmal rausfinden, von wo die Gegner überhaupt schießen. Die können überall stehen hier. Okay, der Gang hier hat mir nichts gebracht irgendwie. Mann, wie was? Sie war auf einem Milli...
auf einem Stückchen hab, einem Balken HP. Stirbt aber trotzdem nicht. Ein Balken HP, Alter. Was macht meine Ult? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was meine Ult macht. Ich habe so ein Schild scheinbar. Aber dieses Schild hat beim letzten Mal mich nicht beschützt, sondern hat mich One-Hit sein lassen. Oh, ach, immer von hinten. Wo sind denn die Mates, Alter? Da steht die Eskorte, steht da und er steht bei der Eskorte und kann mich da killen. Mohan! So, jetzt habe ich alles gekauft, glaube ich, wieder. Überlegen, schwere Rüstung fehlt noch, genau. Und Schadensreduktion hier war auch nochmal drin. Gott, Alter, unsichtbar gemacht. Ich bin Sprung eigentlich akkurat, ich weiß es nicht. Was schießt mich da gerade so krass ab? Öfter auch hier Granaten benutzen. Ich weiß nicht, warum ich das immer vergesse. Da kann ich jetzt halt schlecht reingehen, ne? Ja, diese Blase ist krass. Ich glaube, das ist die Ult von der, die auch die Farbe schmeißen kann, schätze ich. Sie hält hier gerade gar nicht. Alle Mates sind tot. Trotzdem rafft er sofort, wo ich bin. Interessant. Nicht meine beste Performance, aber es wird reichen. Wir haben 3 Minuten und das Ding steht quasi drauf. Also wenn wir jetzt nicht wieder beschissen werden, dann haben wir es gleich. Wir haben es, okay. Ja, dann muss ja 1 Millimeter gefehlt haben in der einen Runde, ne? 1 Millimeter. Das ist natürlich dann hochgradig ärgerlich. Viel fehlt nicht mehr zum Uprank auf jeden Fall. So, eine würde ich noch machen, komm. Wenn der Mate noch Bock hat. Er hat noch Bock. Eine letzte machen wir noch. Und ich spiele mal wieder Celestia. Ja, hier unten sind noch viele Charaktere. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich ja schon genug Punkte oder sowas gesammelt oder Erfahrung, um die freizuschalten, um da einen. Dann würde ich auf jeden Fall gerne die dritte von unten links nehmen. Genau, Flavia. Die würde ich gerne als nächstes mal ausprobieren, falls ich sie schon freischalten kann. So. Aber hier geht's auch... Okay, nee, hier, man kann hier nichts kaufen, sozusagen. Das Kaufmenü kommt zwar, man kann aber nichts kaufen. Okay, das war jetzt natürlich ein toller Aufwärmphasenstart hier. Okay, der Rückstoß ist bei der Waffe nicht so hoch, das ist schon mal ganz cool. 3, 2, 1,
Wir können unsere eigene Rüstung und die des Mates erhöhen. Er rafft es nicht nur sofort, sondern schafft es auch sofort, mich zu finishen. Um Gottes Willen. Aber ich bin auch wieder surrounded von Gegnern, Alter. Überall. Hier hinter sind auch wieder welche. Ich muss hier weg gerade. Und warten, bis die Wall weg ist. Hinter der Wall siehst du wirklich überhaupt nichts. Meine Fähigkeit brauche ich halt einen Mate in der Nähe, ne? Okay. Wollte gerade sagen, wo ist David, Bro, wenn man ihn braucht? Ist der Brian noch tot? Ach Mann, ach der Mate hilft mir nicht. Es ist wirklich schlimmer als in Valorant. Der steht sogar da und hilft mir nicht. Wow, krass. Wie man mit Movement einfach allen Schüssen theoretisch ausweichen kann. Also sag mal! Fall jetzt! Jesus Christ! Wieder von hinten. Ja, One-Shot, Alter. Nach 3 Sekunden bin ich quasi tot. Ich bin so... Oh Mann, ey, sind alle meine Waffen schwächer als die der Gegner oder was ist das? Warum machen die keinen Schaden? Ich treffe doch nicht weniger Hits als die auf mich. Und wenn doch, dann frage ich mich, wie? Wie geht das? Wie könnt ihr auf so eine hohe Range jeden Hit treffen? Gibt schon sowas wie Spray Inaccuracy und so. Auch wirklich einen, der für mich baitet hier, dass ich die Killzone. Ich werde schon wieder von... Immer von irgendwo. Immer irgendwo. Man sieht den Gegner nicht und man ist schon tot. Bitte, ach Mann. Schieß doch.
noch einen weiteren Schuss und dann wird er auf. Okay, okidoki, Alter. Wahrscheinlich One-Shot, oder? Okay, gegenseitig gekillt kann ich gerade so noch akzeptieren. Ist trotzdem lächerlich, aber es wenigstens noch einen Kill gemacht. Sag mal, war nicht mein Mate hier gerade noch? Wo bist du, Bocchi Poppy? Wenn ich dich einmal brauche, Alter. Überall werde ich abgeschossen, Alter. Überall sind Gegner gerade. Ich komme von hinten wie ein Schatten. Ich schieße den auch auf 3 HP runter. Da wollte mich gerade schon wieder einer. Okay, hier war gerade richtig was los, aber wir haben gewonnen. Okay, wir haben gewonnen. Ich glaube, Action, die eine geht noch. Komm, das Game macht übel süchtig, finde ich. Yeah, Bronze 3. Nur ein Rang unter meinem Mate. Eine letzte Runde geht noch. Ah, guck mal, ich konnte sie mir kaufen. Wir hatten... Warte mal, ich kann mir ganz viele kaufen, glaube ich sogar. Ich glaube, die kann ich auch noch freischalten. Das wäre jetzt die andere, die ich hätte freischalten wollen. Fuchsia. Boah, wir können richtig viele freischalten, actually. Ja! Kanami auch, stimmt. Die wollte ich auch mal ausprobieren. Die hat diese richtig kranke Sniper. Da bist du auf Long Range wahrscheinlich richtig krass, aber auf Short Range richtig gefickt. Komm, Kanami, let's go. Alpha, sag mir, was haben wir gerade schon mal mit Alpha gespielt vorher? Okay, sie ist Aufdeckerin auch. Sie kann richtig viel Gegner aufdecken. Junbi-Phase. Ja. Es ist eine Sniper. Ich glaube, in dem Modus ist es nicht so krass. Weil wenn ich den Schuss nicht treffe, habe ich instant verloren. Aber wenn ich ihn treffe, ist es, glaube ich, ein One-Shot, oder? Und in dem Feld, da was erzeugt wird, werden auch alle Gegner aufgedeckt. 3, 2, 1,
戦闘開始。猫さん、お願いします。立て前場所。超えたよ。準備完了。敵基地のライブが始まるよ。遅れてもバレバレだよ。 Ja, super. Ich glaube, für den Modus ist es richtig schrecklich. Weil die super lange zu. Ich treffe doch niemals beim ersten Schuss direkt den Gegner, oder? Na gut, okay. Ah, es ist nicht mal ein One-Shot. Es ist ein Two-Shot. Okay, durch die Wall ist auch okay, I guess. Ja, die ist für den. Die war in dem einen Modus richtig krass. In dem einen Modus war die richtig krass, wo auf der einen Map vor allem, die so große Entfernung hatte. Wie ist das aber dann nicht drauf, frage ich mich. Wie ist das kein Kill? Dieser Sniper-Shot, der ganz offensichtlich auf dem Gegner drauf war. Ja, das ist unmöglich. Team Deathmatch mit so closen Gegnern auch ist unmöglich mit dir. Da macht sich halt so eine kranke Sniper nicht ganz so gut. Nicht mal das ist ein Hit angeblich. Also das ist ja wirklich absolut trash. Warte mal, ich kann die auch in der Runde wechseln, right? Stimmt. Nimm mal. Ja, okay, das zählt nicht. Da wurde ich gespawnt campt. Schreiben wir mal sie hier. Oh, okay. Hä? Wieso hat das jetzt bei mir nicht funktioniert, diese Fähigkeit mit dem Dingsen? Oder dauert das zu lange oder was? Na, ich glaube, sie kann mich währenddessen halt einfach. Also, die Gegner können mich abschießen währenddessen wahrscheinlich. Okay, diese Runde läuft wirklich überhaupt gar nicht. Ich bin immer One-Shot, habe keine Möglichkeit zu reagieren. Der Gegner tankt alles. Hab ich Gott sei Dank gerade auch nicht getroffen, sonst wäre es wieder ein Loss gewesen. Bitte, stirb mal! Was ist mit meinen Waffen los? Meine Waffen sind wirklich kaputt. Wir müssen noch mehr Damage machen, Waffen. Ich glaube, sie gefällt mir richtig gut hier. Ah, okay. Gesniped in der Luft. Was willst du machen, I guess? Ja, sie kann mich, glaube ich, nicht sehen. Boah, du kannst Gegner richtig outplayen, Alter. Das ist Rainer Auge und Yoru TP zugleich. Jo, sie stellt nochmal schnell MG auf, oder?
mein Gott. Das war schlecht. Ich hätte sie absolut haben können von hinten. Ich frage mich, wann ich mich so unsichtbar mache und mich so teleportiere, wann das passiert. Das ist irgendwie random. Ich habe zumindest noch nicht rausgefunden, wie es geht. Okay, am Ende habe ich nochmal richtig gekocht, würde ich sagen. Also die gefällt mir auch wirklich gut für diesen Modus, vor allem. Oh, ich habe den finalen Kill gemacht. Let's fucking go. Boah, das... Es bockt halt wirklich extrem, ne? Aber ich glaube, für jetzt mache ich auf jeden Fall Schluss. Ey, das ist doch aus Dings! Also die sieht ja wirklich fast auch genauso aus wie aus Honkai Star Rail, oder Kafka? Die gibt richtig Kafka-Vibes irgendwie, vor allem da in diesem Endscreen. Das wird morgen auf jeden Fall weitergesuchtet, das Game. Aber für heute sage ich erstmal danke fürs Einschalten. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao!